Ho, ho, ho. Und jetzt mal in zum Thema heitere Personenfragen. Ich habe neulich mal gehört von ihm, der sich nannte. Das hat Marie recht verstört, weil ich den vorher ja nicht kannte. Der lebte, ich kann's ja nicht sagen, das ist schon mächtig lange her. Der stellte aber gute Fragen, die stellt heute kaum noch einer mehr. So stellte der sich selbst die Fragen nach einer idealen Welt, wie sie denn auszusehen habe. Seine Antwort sei kurz hier jetzt erzählt. Der Lenker von der Völkerscharen sollten leben alleine und ohne Geld. Die sollen Touren und Anstand bewahren und sagen, was ist gut für die Welt. Kein Mammon sollen sie über sich haben und überwindende Schlechtigkeit. Die brauchen nie auch was zu tragen. So haben sie zum Denken ganz viel Zeit. Bescheiden sollen sie sein und gütig. Denn schlau, das sind sie sowieso. Wenn ich so an unsere Experten denke, na, sorry mal, ich muss aufs Klo. Oh. Polente gibt's bei dem wohl auch. Das ist die zweite Volkesgruppe, weil manch einer bleibt immer doof, da hilft auch keine Weisheitssuppe. Die dritte Gruppe ist die Masse, die aber ganz zufrieden ist und unabhängig von der Rasse sind wir ein Volk, ganz ohne Riss. Das ist vielleicht ja nicht so schlecht, zum Nachdenken ist das wohl wert. Was würde der sagen, der Olle Brecht? Na, denken wir mal. Ist nie verkehrt. Ja, wer war das denn nun, wa? Aha. Eine Minute Bedenkzeit? Naja, ein paar Sekunden. Wer war das? Wer war das? Wer war das? Ach, ich weiß. Der olle Platon. Tschüss.